So, meine lieben Freunde, ihr seht hier meine Pokémon-Crew, die ich gerade trainiere. Die ist am Chillen und Grüße gehen raus an den lieben Thomas Hammer und an die Community, denn mir wurde ein mega, mega guter Tipp gegeben, dass wir unsere perfekten Pokémon doch sehr viel einfacher kriegen als gedacht. Ihr seht hier meine Pokémon, das sind teilweise Elite-Pokémon und ich will zum Beispiel meinen Sherox noch als Elite-Pokémon haben. Und wo es große Sichel gibt, wissen wir ja, die gibt es im ersten großen Gebiet, hinten beim ganz großen Baum, wo ihr den ersten Bosskampf habt. Und das Problem am Anfang war, ich dachte, ihr müsst die Pokémon so lange farmen, bis ihr perfekte Wesen habt. Das ist bei dem Sichler halt ein hartes oder frohes Wesen für ein gutes Sherox. Und nein, das müsst ihr nicht. Ihr seht ja, im Verlauf der Questreihe könnt ihr hier die Stadt aufbauen. Und hier hinten ist etwas ganz, ganz Wichtiges und Essentielles, nämlich das große Feld. Das ist Questreihe 60 und ihr müsst dem lieben Herrn hier hinten, der hier steht und hackt, insgesamt drei Pokémon geben. Das erste ist ein Pokémon vom Typ Boden. Das ist mein kleines Hippopotas hier. Das zweite ist ein Pokémon, was eine Wasserattacke beherrscht. Das ist mein Tetoxa hier. Und das dritte ist ein Pokémon, was die Attacke zertrümmern kann. Dann habt ihr die Option, hier im weiteren Spielverlauf zum Anfang werden das wahrscheinlich bloß Apikokos, Pilze und andere Kräuter sein, aber ihr habt im weiteren Spielverlauf hier die Option, bei den Leuten Minzen anzubauen. So, und wer Pokémon schon eine Weile spielt und vor allem die letzten Generationen gespielt hat, weiß. Ich bekomme gerade meine Apikokos geschenkt. 32 Stück. So. Wir sehen es hier. Ihr habt Apikokosaat, Heilkräutersaat, Gemüsesaat, Pilzsaat, Beerensaat und ganz, ganz wichtig, Minzsaat. So. Minzsaat kostet euch 10.000. Ne? Also gebt es aus. Ohne Mist, es wird sich lohnen. Gebt es aus. Und ihr habt mit den Minzen die Möglichkeit, eure Wesen zu ändern. Das heißt, ihr bekommt perfekte Shiny-Pokémon. Richtig cool. Also wenn ihr ein Shiny Gyarados habt, was ein scheues Wesen hat, was wir nicht haben wollen, könnt ihr es auf froh oder hart ändern. Ihr könnt eure Elite-Pokémon einfach umändern, so wie ihr sie braucht, so wie ihr sie spielen wollt. Und ihr bekommt somit relativ gut und schnell eure perfekten Pokémon. Und denkt dran, was ich schon im anderen Guide gesagt habe. Gebt eurem Pokémon die Sende oder die Leistungskeys, Leistungssand und so weiter. Ich habe das schon gemacht bei meinen Elite-Pokémon. Die haben schon bis auf Level 6 alle wichtigen Werte erhöht bekommen. Und ganz, ganz wichtig, besseres System als EVDV, wie ich finde, weil wir müssen nichts mehr brüten. Und das mit den Minzen ist auch richtig, richtig cool. Also bedenkt bitte, Quest 60 abschließen, sehr, sehr zeitig. Boden-Pokémon, Pokémon-Wasserattacke und Pokémon mit Zitronenreis-Attacke abgeben. Und dann einfach Minzen anbauen lassen und so habt ihr eure perfekten Pokémon. Ihr könnt eure shiny, gehandelten Shiny-Pokémon umändern, ihr könnt eure gehandelten Elite-Pokémon umändern. Und das Ganze braucht eine Weile, also geht in der Zeit vielleicht euren Pokédex vervollständigen, fangt ein paar Elite-Pokémon in der Zwischenzeit, was ich jetzt zum Beispiel machen werde. Und ja, danke nochmal an den lieben Thomas Hammer für den Tipp und auch noch an Gua War, der mir das dann geschrieben hat, dass man einfach nur Minzen als Option hat. Noch einer gewissen Zeit. Kuss geht raus an euch und ja, ihr habt eure perfekten Pokémon. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und falls ihr Fragen habt, in die Kommentare damit. Ich werde mich darum kümmern, dass ihr einen Guide dazu bekommt.